Werner Amon, Sprecher für Inneres der ÖVP, ist der nächste Redner. Okay, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Die Ausgangslage könnte dramatischer nicht sein. Wir hatten im Jahr 2014 innerhalb der Europäischen Union 626.000 Asylanträge. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 44%. Gegenüber dem Jahr 2013, da waren es 435.000. Und Österreich zählt hier zu den 10 Ländern, in denen am meisten Anträge gestellt werden und worden sind, nämlich über 28.000. Das sind zwar immer noch um 10.000 weniger als im Jahr 2002, aber immerhin eine ganze Menge. Und wir liegen damit in absoluten Zahlen an der 7. Stelle aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegen wir an 3. Stelle der Europäischen Union. Und weil hier schon angesprochen worden ist, warum denn islamische Staaten hier nicht verstärkt Flüchtlinge aufnehmen, die angeblich die Verursacher vieler Krisen wären. Dazu ist schon sehr deutlich zu sagen, dass in den Nachbarstaaten Syrien über 4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen worden sind. Über 4 Millionen, 1,8 Millionen in der Türkei, 1,2 Millionen im Libanon, in Jordanien 0,6 Millionen, im Irak 0,2 und in Ägypten 0,1 Millionen. Im Jahr 2014 haben 3.500 Menschen ihr Leben verloren bei der Überfahrt über das Mittelmeer und stündlich werden es mehr. Und da kann Europa die Augen nicht zumachen und so tun, als könnte man halt nichts machen. Das Entscheidende in dieser Frage ist aber auch, dass man die Frage der Rettung aus der Seenot nicht gleichsetzt mit der automatischen Einwanderung in die Europäische Union, meine Damen und Herren. Diese Gleichsetzung ist falsch. Es ist ein humanitäres Gebot, die Menschen aus der Seenot zu retten. Aber die Europäische Union ist auch eine rechtsstaatliche Union und hat sich natürlich an die Menschenrechte zu halten, aber hat daher auch ordentliche Verfahren abzuwickeln. Und in der Tat ist natürlich das Dublin-Verfahren ins Wanken gekommen. Das müssen wir ganz offen sagen. Denn wir können jene Staaten, die die Erstaufnahmestaaten sind, und allzu oft scheinen wir ja auch in die Situation zu kommen, so etwas wie Erstaufnahmestaat zu sein, wir können als Europäische Union die Erstaufnahmestaaten mit diesem Problem und mit dieser Herausforderung nicht alleine lassen, meine Damen und Herren. Und deshalb haben die Innenminister, unsere Frau Innenministerin ist ja heute und morgen zusammen mit 20 Amtskollegen, die sie zu Gast hat in St. Pölten. Deshalb kann sie heute nicht hier sein. Aber die Innenminister und die Außenminister haben vor etwa 14 Tagen im Rahmen des Rates ja ein 10-Punkte-Programm, das viele konkrete Punkte zum Inhalt hat, verabschiedet, um sich der Problematik anzunehmen. Und ich darf das zusammenfassen. Auf der einen Seite geht es um die Verstärkung von Rettungsmaßnahmen. Der Herr Bundeskanzler hat auf die Verdreifachung der finanziellen Mittel in diesem Zusammenhang hingewiesen. Und es gibt das klare Bekenntnis auch vieler Regierungschefs, diese Mittel auch zu erhöhen, wenn das notwendig ist, um weitere Katastrophen in humanitärer Hinsicht hier zu verhindern. Es ging auch um eine Klarstellung des Frontex-Mandats, nämlich um die Frage, die Grenzen weiter an die libysche Grenze hinzubringen, um eben dem Schlepperunwesen stärker entgegenzutreten. Denn der Fehler wäre ja, wenn man, wie ich das vorhin gesagt habe, die Rettung aus der Seenot gleichsetzt mit der Einwanderung in die Europäische Union,
dass man dann ja das halbe Geschäft der Schlepper erledigen würde, meine Damen und Herren. Und das kann sicherlich nicht in unserem Interesse sein. Es geht also auch um die Verhinderung irregulärer Migration durch die Schaffung von Schutz- und Aufnahmekapazitäten in der Region. Und ich bin weder beim Herrn Kollegen Strache, dass man es so machen muss wie die Australier. Ich halte aber die Idee, die mittlerweile von vielen in der Europäischen Union geteilt wird, nämlich Anlaufstellen in Nordafrika zu schaffen, die vom UNHCR hier aufgebaut werden sollen, mit starker Unterstützung der Europäischen Union, um den Schleppern hier das Handwerk zu legen und ihnen massiv entgegenzutreten in dem, was sie hier Menschen versprechen und oftmals natürlich nicht halten können, meine Damen und Herren. Und dem 10-Punkte-Programm, das der Europäische Rat beschlossen hat, hat ja der Nationalrat erst am 22. April in einer Entschließung auch seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Das wichtigste Ziel muss die Rettung der Menschen aus der Seenot sein. Wir dürfen aber uns, wenn wir uns auf die Rettung der Menschen im Mittelmeer konzentrieren, eben nicht zu den Komplizen der Schlepper machen. Und das bedeutet, dass wenn man in solchen wie vorhin apostrophierten Anlaufstellen ein Art erstes Verfahren, ein Feststellungsverfahren vornimmt, ob denn eine Aussicht besteht, als Flüchtling anerkannt zu werden, dann bedarf es hier natürlich auch einer europäischen Quote im Hinblick auf die Verteilung von Flüchtlingen. Ich habe das schon gesagt, dass wir bei den 10 Ländern sind, die mit den meisten Asylanträgen konfrontiert sind. 90% aller Flüchtlinge werden von diesen 10 Ländern aufgenommen. Und deshalb, Herr Kollege Strache, ist natürlich für Nationalismen in dem Zusammenhang überhaupt kein Platz. Denn das Problem bei der Lösung dieser Probleme sind die Nationalstaaten, nicht die Europäische Union, nicht die Kommission, nicht das Parlament, es sind die Nationalstaaten. Wir brauchen hier, Herr Kollege Strache, mehr Europa und nicht weniger Europa. Das steht jedenfalls fest. Und daher volle Unterstützung für die Vorschläge, die der Kommissionspräsident gemacht hat, volle Unterstützung auch für die Vorschläge, die das Europäische Parlament hier beschlossen hat. Nur auf diese solidarische Art und Weise werden wir diesem Problem Herr werden können. Ganz sicherlich nicht mit zu viel Emotion, sondern ganz sicherlich mit einer großen Sachorientierung. 626.000 Asylanträge 2014 bedeuten EU-weit eine Steigerung von 44% im Vergleich zum Vorjahr, hebt Werner Amon von der ÖVP hervor. Dennoch dürfe man die Seenotrettung nicht mit der Aufnahme in die EU gleichsetzen, müsste das Schlepperwesen stärker bekämpfen und über Erstanlaufstellen für Flüchtlinge in Afrika nachdenken.